Weil jetzt der Truck jetzt auch mit den Reifen, das ist jetzt nochmal so der, nochmal der Härtetest, ne? Also, weil ich es nicht drauf ankomme, ich glaube, wir fahren trotzdem drum rum. Also, es ist einfach besser, glaube ich. Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snowrunner, Folge 74. Hier, leider hier und nicht schon im Lager, waren wir letztes Mal stehen geblieben. Hier geht es jetzt auch direkt weiter. Wir beenden die Mission Spritbestellung. Wir müssen diese zwei Frachtcontainer ins Lager transportieren und sind eigentlich schon so gut wie da. Wir wollten das letzte Folge eigentlich schon fertig machen. Leider sind wir ja vorletzte Folge mit dem Pacific P16 umgefallen. Beim Versuch mal wieder in den guten alten Steinbruch zu kommen. Und dann habe ich so gedacht, wir fahren mit dem Royal hinterher, um den P16 wieder gerade zu stellen. Der lag halt aber leider so ungünstig in diesem Abhang drinne, weswegen das leider unmöglich war. Und bevor ich aber mit dem P16 alles neu fahre, habe ich mir so gedacht, oh Gott. Da habe ich mir so gedacht, okay, der Royal ist jetzt eh schon hier, dann probieren wir es einfach mit dem. Und scheint sich ja bewährt zu haben, also... Okay. Das ist jetzt ganz kacke eigentlich. Ja, das klappt. Ja, und der Royal, also seitdem wir die besseren Reifen drauf gemacht haben, das ist ein ganz anderer LKW. Also der rockt das wirklich, weil er auch hier im Vergleich zum Pacific P12 wieder die Doppelräder hinten hat. Hat das gripmäßig schon eine Menge zu bedeuten, ne? Das ist halt wirklich krass. Deswegen hoffe ich ja auch, dass wir jetzt schnell an Level aufsteigen, dass wir halt auch auf dem Pacific P12 die guten Reifen drauf machen können, die Schlammreifen. Ja, da brauchen wir aber leider Rang 13 für und wir sind jetzt kurz vor Rang 9. Mit dieser Mission werden wir jetzt Rang 9. Da schaltet man aber, glaube ich, jetzt nicht so großartig was frei. Das bedeutet, wir müssen dann halt wirklich mal schauen. Jetzt haben sie keine Traktion oder was auf der Straße. Naja, die Reifen. So, das ist die letzte Kurve. Wir sind gleich da. Ist auch gut. Ja, das sind genau diese Minuten, die uns halt gefehlt haben. Die wir halt mit dem Royal hier wieder zum Steinbruch fahren mussten. Die sind halt jetzt hier in dieser Folge stattdessen drin. Aber wir haben es geschafft. Hier ist das Lager. Oder? Naja, noch nicht ganz. Oh, nee. Aber wir sind schon auf der Zielstraße. Okay, ja, ist knapp. Na gut. Dauert doch nochmal zwei Minütchen mehr. Aber ist auch okay. So, zurückkommen tun wir leider nicht. Zumindest nicht, ohne dass uns der Sprit ausgeht. Wir haben nur noch knapp über 100 Liter mal wieder. Truck verböllert aber auch Kraftstoff, ne? Das muss man sagen. Das ist nicht ohne. Boah, okay. Gleich da, das ist jetzt die letzte Kurve. Bitte jetzt hier nicht irgendwo... Immer noch nicht, da hinten. Ja, da ist es doch. Jetzt endgültig mal. Aufpassen, das ist der Anhänger. Hier ist der... Oh, nein, 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 nein. Das hätte nach hinten losgehen können, Freunde. Das wäre ja jetzt extrem mies gewesen. Aber jetzt haben wir es. Okay. Oh, nee. Oh, Gott. Stell dir mal vor, hier wäre ein Abhang gewesen. Ja, ich mach's aber auch. Ich kann auch nicht vorsichtig fahren, ne? Wenn ich nicht will, fahre ich auch nicht vorsichtig. So, jetzt haben wir es aber, oder? Direkt vom Ziel fast zweimal. Ich hätte es echt verdient gehabt, ey. Sagen wir es so. Wie es ist. So, du hast Rang 9 erreicht. Das ist eine Bestie von Truck, die du da hast. Aber noch nicht das Beste vom Besten. Es gibt noch viel zu tun, bevor du der König der Straße wirst. 280 Erfahrung, 2.900 Geld. Passt. Sehr schön. Dann könnten wir jetzt eins davon machen. Es gibt auch hier was. Haben wir jetzt alles noch gesperrt. Okay. Und hier nehmen wir nochmal was.
Brauchen wir, wie gesagt, den Kran. Truck, das ist noch in Black River. Da bräuchten wir so einen Kranaufsatz. Weiß nicht. Müssen wir mit dem Royal mal jetzt gucken. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Hätte ich eigentlich Bock drauf. So, wir lassen den mal hier stehen. So, ist mit Rang 9 was gekommen. Nope. Da hat er nur die Offroad-Reifen. Was schon haben. Schlammreifen hat er nicht, also der ist schon eigentlich soweit. Wir haben uns die teure Winde gegönnt. Die Aufsätze, genau. Wir brauchen den hier nicht. Wir bräuchten einen Auslegerkran. Genau. Sowas brauchen wir. Boah, letztendlich verliert er ganz schön, ne? Dann brauchen wir aber noch den Pritschenaufbau. Genau. Kran und den, wobei wir eigentlich auch... Alter. Eh, wäre geiler, ne? Aber egal, der wird es schon bringen. Den haben wir ja auch schon. Dann haben wir das. Genau, jetzt haben wir nämlich den Kran und das Teil, mit dem wir das aufladen können. Der ragt da ganz schön drüber raus. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Genau, Kran. Müssen wir abstellen. Dann müssen wir nach Black River wieder. Gucken wir mal. Soll er offenbar hier sein. Sattelauflege sind durchschnittlich 16 Meter lang. Nicht? Oh, der hat das jetzt hier noch. Dann machen wir das jetzt mal direkt. Verlorener Container. Aktivieren. Wir müssen Ersatzteile für Bohrungen zum Lager liefern. Guck mal, ist er direkt da. Schön. Und die sind ja auch direkt davor. Das können wir ja sogar. Das können wir ja sogar theoretisch schaffen. Auch in dieser Folge, oder? Naja, wir müssen mal gucken. Wir könnten jetzt natürlich wieder probieren. Na, wir probieren das jetzt mal. Wir fahren jetzt wieder. Wir stellen uns dem jetzt hier nochmal. Dieser Scheißstelle hier. Das ist sogar kürzer. Die Stelle hier ist ja wirklich mega scheiße. Dann fahren wir doch direkt hier hoch. So, und das dann dahin. Ja, bereit. Der passt ja hier rauf. Das ist ja nur einer. So. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja den Kran noch nie benutzt, so. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt auch, wie er da durchkommt. Vor allem, wir haben jetzt zwar nichts im Gepäck. Das ist natürlich auch leichter für ihn, so. War das? Da war das, genau. Wir sind immer da jetzt hochgegangen. Aber jetzt, der Truck jetzt auch mit den Reifen, das ist jetzt nochmal so der, nochmal der Härtetest, ne? Also, weil ich es nicht drauf ankomme. Ich glaube, wir fahren trotzdem drum rum. Also, es ist einfach besser, glaube ich. Naja. Deutlich besser, so. Oh, Allrad an, dann wollen die uns mal hier nicht nerven. Ah, war doch. Egal. Der hat hier Traktion noch, Mensch. Müssen wir allerdings hier fahren. Oder? Ja. Aber das wäre ja schon direkt da. Also das schaffen wir ja wirklich jetzt fertig, ne? Komm jetzt. Jep, Stoff. Mein lieber Royal. Na ganz ehrlich, wenn wir das jetzt alles hier so schaffen, dann hat er sich jetzt wirklich auch sehr zuverlässiger Truck erwiesen. Und dann halt der beste Truck mit der niedrigen Sattelkupplung bis jetzt, den wir haben. Das ist dann auch der Truck, mit dem wir diese Fünfer, mit dem wir diesen Fünfer-Anhänger halt ziehen können, auch. Der ist halt an wichtig sein für uns, wenn wir gerade mal so viele Sachen transportieren müssen, gerade an einen Ort so. Macht das doch Spaß, ja. Fahrrad lassen wir mal drinne. Wir können ihn danach eh wieder zurücksetzen, weil wir diesen Kran jetzt, glaube ich, auf Dauer nicht brauchen. In Alaska gibt es auf jeden Fall auch so eine Mission.
Aber mal gucken. So, hier sind wir ja gleich, Sohn. Ich glaube, so schnell waren wir hier noch nie am Lager. Sohn, habe ich gesagt. Hier sind wir auch schon. Ja, cool. Ganz anderes Feeling hier mit einem Truck, der es mal kann. So, jetzt muss ich mal schauen. Kranzsteuerung noch nie gehabt. Ich habe den auch noch nie benutzt. Ein Spin-Tires tatsächlich. Okay, aber der ist direkt hier. Das ist nicht so schwer. Nein. Okay, gucken wir mal. Kran aktivieren. Ja, und jetzt? Ah, Kran-Modus. Okay. Jo, okay. Manuelle Beladung setzt voraus, dass du die Kranbedienung meisterst. Behalte die Steuerungshinweise im Auge und verfrachte die erforderliche Ladung in deinen Truck. Okay. Ah ja, so. Frachtdrehung, Frachtanhängen. Okay. Oh. Warte. Einziehen. Yep. Ah. Kranmodus, ja. Kann ich hier irgendwie. Ja. Nice. Kran wiederherstellen. Oh, hat doch super geklappt, muss man sagen. Ist ein bisschen hakelig und so, aber es funktioniert. Bestens. Wir müssen nicht mal weit fahren, ist doch ein Traum, ey. Wir hätten sogar zwei aufladen können, das ist doch toll. Mensch, können wir sogar schon die nächste Mission starten. Es geht voran. Und zwar so richtig. Quatsch. Er war also gar nicht so weit weg. Wow. Danke, dass du ihn gefunden hast. 210 Erfahrung, 1300 Geld. Junge, der war doch niemals übersehen. Naja. Gut, abstellen. Ah, es gibt sogar, das ist auf Zeit halt, Junge. Also ich meine, maximal 200 Schaden erlaubt. Du darfst keinen Truckwechsel machen, keine Werkstatt aufsuchen und keine Bergung machen. Du musst es in 6 Minuten dahin bringen, ansonsten kriegst du halt nur Silber. Also da gibt es irgendwie noch Ränge bei diesen Missionen da. Den Aufgaben. Wir machen jetzt erstmal ganz normal hier die Aufträge, bevor wir die Aufgaben machen. Naja, okay. So, Steel River Township ist durch. Da ist ein Diesel. Was müssen wir hier machen? Wir brauchen Rang 8. Und die Hafenlieferung müssen wir machen. Und müssen wir bei alter Ausrüstung machen. Und dafür müssen wir über Wiederbelebung des Sägewerks. Okay, dann müssen wir erstmal das hier alles fertig machen. Okay. So, das hier bringt uns 4800. Wir brauchen auch Zugang zum Standort. Auch das Sägewerk in Ice Lake. Okay, cool. Dann müssen wir einen Schiebeplanen auf Flieger. Zweimal Betonblöcke und eine Metallplanke hinliefern. Okay. Stromleitungen, die müssen alle nach Island Lake. Fallender Mast, jeweils eine Metallplanke. Boah. Und die Materialbestellungen sind ja auch krass viele Sachen. Machen wir das erstmal. Gibt gute Erfahrungspunkte. Müssen alles in das Mistfeld-Talsperre. Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall auch wieder hin. Gut. Dann können wir es mal bergen. Abstellen. Dann. Nein. Was ist das Ding hier denn?
Wieso haben wir den denn hier? Können wir doch gar nicht benutzen, oder nicht? Komisch. Na doch. Ist das vielleicht der Truck, den wir noch entdecken können? Ja, aber ich verstehe das nicht. Also haben wir hier irgendwo einen Scout in der Nähe? Gucken das gleich. Ich muss jetzt erstmal unseren Truck wieder umrüsten auf die schmale Dings. 151.000 ist ja mittlerweile wert. Das ist halt so krass. Wir brauchen das Ding und den Kran brauchen wir nicht. Okay. Wo steht denn der? Der steht dort. Ich will das halt wirklich noch rausfinden. So, es stört mich. Ah, wahrscheinlich dauert das länger, als ja, wenn wir den anderen genommen hätten. Der Kahn ist gerade leider nicht hier, ne? Ach Gott, es dauert ja hier. Ja, der Kahn ist viel geiler. Ist halt wirklich. Also den können wir echt. Ja, aber das kann doch nicht sein. Also es ist halt. Vielleicht ist es das halt wirklich noch das Fahrzeug. Aber wir waren noch dran. Ne? Vielleicht zählt die Engine das halt mal wieder erst, wenn man hätte zurückfahren müssen und dann nochmal, um den zu entdecken oder irgendwie sowas. Aber warum steht der denn da immer noch, wenn wir den nicht benutzen können? Also das macht doch gar keinen Sinn. Gut, als Belohnung stand halt nicht das Fahrzeug da. Also ich meine, das macht doch gar keinen Sinn dann auch. Allein deswegen schon. Ich will es rausfinden, Freunde. Dann nehmen wir uns jetzt nochmal die ganze Zeit dieser Folge und auch bis in der nächsten Folge dafür. Mal endgültig nochmal zu gucken, was ist denn jetzt mit diesem Truck? Oder ist die Mission noch nicht vorbei? Aber die war doch vorbei. Dass wir den vielleicht noch irgendwo hätten hinbringen müssen oder so. Ja, wenn wir den jetzt noch bis zur Werkstatt transportieren müssen, na Halleluja, ey, das kannst ja. Ja. Der ist ja auch nur am Festfahren, ne? Das ist halt. Ja. Boah, also dauert das ja ewig hier. Der kommt hier zwar durch, aber. Alter, wo andere Trucks hier halt Butter, also den. Oh. Weiß ich nicht, brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Also. Eigentlich ist das Quatsch, was ich hier mache gerade, aber egal. Ich will das jetzt wissen, weil der da auch als noch nicht entdeckt steht. So, damit hat sich das dann auch erledigt, oder? Richtest du dich auf? Richtest dich doch auf! Ach, Digga, so lächerlich. Egal, fuck drauf. Halt lachhaft ist das hier wirklich. Wobei, ich könnte mal gucken hier wenigstens mal, ob wir noch was machen können. Man hat er ja schon erhöht. Hat er ja. Reifen. Hat er gerade Gelände. Da. Oh, guck mal, hier passen sogar Schlammreifen noch auf, ne? 38 Zoll auch noch. Hui. Könnte ja besser werden. Können wir den mal. Hey, ja, auch hier die automatische Binde, ne? Das ist alles Schöne jetzt auch, ne? Damit. Komm, wir behalten den und dann. Hauen wir jetzt auf die Kacke, das hat er drinnen. Rahmenzusätze kann er sogar. Ui, guck mal hier. Benzin und so auch noch. Das ist cool. Oder nur ein Reparaturwerkzeug. Eine kleine Menge an Vorräten mit wichtigen Selbstreparaturen. Das ist aber nur Reparatur wahrscheinlich. Hier haben wir jetzt noch Benzin, ne? Kraftstoff und grundlegendes Material. Verlieren wir aber tatsächlich einmal Leistungsgewicht, ne? Egal, für 1000.
15 für den Quatsch. Egal, Freunde, dann beenden wir mal hier die Folge. In der nächsten Folge müssen wir dann erstmal anderweitig gucken. Wir es auch verlieren, diese Reifen da. Mal kurz gucken hier, nachtanken könnten wir nochmal 40 Liter nachtanken. Ja, geil. Okay. Gut, nächste Folge geht es dann hier weiter. Dann machen wir doch lieber erstmal die Mission jetzt hier, weil das ist jetzt... Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.